Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten und willkommen zu meinem Unboxing des Samsung Galaxy Beam. Ja, ein Beamer, ein Projektor in einem Smartphone. Was man davon hält, weiß ich nicht, aber wir haben es. Schauen wir es uns mal an. Das ist der zweite Versuch nach 2010, das Ganze marktfähig zu machen. Und gucken wir doch mal, wie das gelingt. Wir nehmen das Smartphone zuerst mal raus, wie üblich, und gucken, was wir drin haben. Wir haben eine Kurzanleitung, Quick Start Guide, das Übliche zu lesen dabei. Wir haben hier so eine kleine, ich nenne es mal einen Ständer, so eine kleine Station, wo man das Ganze dann reinstellen kann und den Akku reinpacken, einen zweiten Akku. Wir haben Aufsätze für das In-Ear-Headset, das so aussieht. Ich denke, von Samsung kennt man das. Es hat wirklich eine ordentliche Qualität. Wir haben die beiden Akkus, wie gesagt, einmal für hier und einmal für das Beam selber. 2000 mAh und nochmal 2000 mAh. Und zu guter Letzt haben wir natürlich das Netzteil. Netzteil und Datenkabel wie üblich getrennt mit Micro-USB-Anschluss auf diese Seite USB. Das Ganze packt man zusammen und lädt das Gerät oder man lässt das Netzteil weg und tauscht Daten mit dem PC oder mit dem Notebook aus oder lädt über PC und Notebook. Und jetzt kommen wir zum Beam selbst. Erst befreien wir es mal aus diesem wirklich, ja, sehr, sehr durchdachten Folienserver hier. So, und jetzt haben wir es und jetzt schauen wir es uns genauer an. Wir haben auf der linken Seite ganz oben den 3,5 mm Klinkenanschluss. Wir haben eine Lautstärkewippe. Da gucken die Anschlüsse ordentlich raus, beziehungsweise die Taste und hat wirklich einen sehr, sehr guten Druckpunkt. Daneben den SIM-Kartenschacht unter so einer kleinen, ja, unter so einer Abdeckung. Auf der rechten Seite haben wir ganz oben die Taste für genau dieses Teil für den Projektor. Wir haben eine Ein-Aus-Power-Taste und wir haben einen Micro-SD-Kartenschacht ebenfalls unter einer kleinen Schutzvorrichtung. Hier machen wir das Gerät auf, beziehungsweise die Rückseite ab. Das machen wir mal gerade. Mit Gefühl. Und was sehen wir hier? Schauen wir uns gleich genauer an. Hier kommt natürlich der Akku rein. Hier sehen wir den Lautsprecher, der durch diese Abdeckung abgedeckt ist. Mehr dazu später. Machen wir es wieder zu und schauen, was wir noch so haben. Wir haben auf der Oberseite natürlich das Wichtigste dieses Gerätes, den Projektor, den Beamer mit 15 Lumen, dazu später noch mehr. Wir können, das sage ich schon mal, bis zu 50 Zoll je nach Abstand an die Wand projizieren und damit halten selbst die neuen Fernseher mit, würde ich mal sagen. Unten haben wir das Mikrofon und die Multifunktionsbuchse. Multifunktion bedeutet, wir können über einen optional erhältlichen Adapter auch HDMI ausgeben. Auf der Rückseite, wie gesagt, sehen wir hier oben diese kleine Ausbuchtung der Kamera. Des Beamers. Es wird wirklich ein kleines Stückchen dicker. Jetzt sieht man das sehr gut, aber der braucht ja auch Platz. Wir sehen die 5-Megapixel-Kamera, die Videos in HD aufzeichnen kann. Daneben sehen wir einen kleinen LED-Blitz. Wir sehen den Samsung-Schriftzug und wir sehen hier unten einen Lautsprecher. Wenn man sich das Ganze so anguckt, sieht man vielleicht diese geriffelte Rückseite. Die wird auf den Fotos, die ich noch machen werde, aber genauer zu sehen sein. Also schaut mal in meinem Blog oder bei Facebook vorbei. Vorne natürlich das Wichtigste, mit das Wichtigste, das Display. Wir fangen aber oben an. Wir haben eine Kamera, 1,3 Megapixel und auch diese kann für Videotelefonie beispielsweise Videos in HD aufnehmen. Wir sehen eine Hörmuschel zum Telefonieren, den Samsung-Schriftzug. Unten würden wir, wenn es jetzt beleuchtet wäre, eine Menütaste sehen und eine Zurücktaste. Ich kann euch das mal zeigen. Je nachdem, wie man das Gerät nämlich hält, erkennt man das vielleicht. Na gut, man erkennt es nicht. Schaut euch die Fotos also an. Natürlich haben wir auch die übliche, für Samsung übliche Home-Taste. Und das Wichtigste, oder das Mitwichtigste neben dem Beamer, ist das Display. Es sind 4 Zoll in der Diagonale, das sind 10,16 cm. Es ist ein TFT-Touchscreen und wir haben 800x480 Pixel in der Auflösung. Das Ganze nennt sich WVGA. 16 Millionen Farben kann das Gerät darstellen und das war's auch schon dazu. Wie groß ist das Gerät? Es ist 124 mm in der Höhe, 64 mm breit und mit 12,6 mm wirklich relativ dick, was aber natürlich vor allem dem Projektor zu verdanken ist.
Wie sich das Ganze neben anderen Geräten macht, zeige ich euch. Wir haben hier einen Samsung Galaxy Note, was natürlich zum Vergleichen jetzt wirklich nicht unbedingt passend ist. Passender ist vielleicht das Nokia 808 PureView und das Huawei Ascend P1. So sieht das von oben aus im Vergleich, damit man sich das eventuell ein bisschen besser vorstellen kann. Packen wir die Konkurrenz wieder weg und schauen weiter. Das Gerät wiegt inklusive Akku 147 Gramm und das ist wirklich ein recht, ja, es ist angenehm, würde ich sagen. Das Gerät liegt auch gut in der Hand von der Größe, ist allerdings, würde ich jetzt, ja, ein leicht rutschig auf der Rückseite. Gefällt mir nicht ganz so gut. Der Akku, ihr habt es bereits gesehen, bringt ganze 2000 mAh mit. Ist auch ganz gut, glaube ich, wenn man so einen Beamer mit an Bord hat. Im Moment kostet das Gerät ungefähr 430 Euro und bei Getgoods beispielsweise ist es lagernd. Wer es haben möchte, kriegt es also sofort. Wir haben einen intern verbauten Speicher von 8 GB und wir können per MicroSD-Karte maximal 32 GB noch dazu packen. Ja, Verzeihung. Alles gut verarbeitet, wenn ihr mich fragt. Die Druckpunkte stimmen wirklich sehr, sehr gut. Die Abdeckungen sitzen alle fest. Die Rückseite sitzt ebenfalls bombenfest. Und ja, ich bin sehr gespannt. So viel zu meinem ersten Eindruck, so viel zu meinem Unboxing. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut.